Willkommen zu einem neuen Video auf Smart Life über das aktuelle Apple TV OS 13 Update. Ja, es gibt sicherlich einige Kritiker, die in der Vergangenheit schon den Tod dieser kleinen Setup-Box aufbeschworen haben. Vor allem durch die Auslagerung der TV-App. Man hat letztendlich geunkt, dass dadurch irgendwie die Daseinsberechtigung der Setup-Box verloren ging. Was bedeutet Auslagerung der TV-App? Apple hat sich geöffnet und auch das Filmangebot auf Geräten wie Samsung, LG oder Sony Fernsehen verfügbar gemacht, sodass letztendlich auch Kunden ohne Bindung zu Apple nun die Möglichkeit haben, hier entsprechend auf das Filmangebot zurückgreifen zu können. Aber ich glaube allerdings, dass gerade durch das letzte Update auf tvOS 13 Funktionen implementiert wurden, neue Services etabliert wurden, die letztendlich der Apple TV Box neues Leben einhauchen. Das ist aus meiner Sicht vor allen Dingen der Service Apple Arcade, also ein Spieleangebot von Apple. Da würde ich jetzt gleich näher noch in dem Video drauf eingehen, sowie andere kleinere Highlights, die ich kurz vorstellen möchte. Im Weiteren gibt es noch ein zweites großes Highlight seitens Apple, das sogenannte Apple TV Plus. Das ist letztendlich ein Streaming-Angebot als Konkurrenz und Alternative zu Netflix und Co., was aber leider erst ab dem 1. November 2019 verfügbar ist, sodass ich dann zu einem späteren Zeitpunkt dieses Video updaten werde. Aber jetzt dann einfach auch zu den Neuerungen, die ich hier für euch vorbereitet habe. Der Vollbildmodus auf dem Apple TV gefällt mir persönlich sehr gut. Es ist jetzt nicht mehr nötig, speziell in die Movie-App reinzuspringen und Filme anzuklicken, um sich den Trailer anzuschauen, sondern das wurde direkt auf dem Startbildschirm implementiert. Ihr nutzt letztendlich eure Remote-TV-Fernbedienung und streicht komplett nach oben, bis alle Apps nach unten rutschen, sodass der Vollbildmodus aktiv wird und bekommt am unteren Bildschirmrand dann auch einen Hinweis, wie jetzt zu sehen, mit den kleinen Pünktchen, dass weitere Trailer verfügbar sind, sodass ihr dann auch mit dem Wischen nach links zum nächsten Trailer springen könnt. Das ist wirklich ein cooles Update für die Funktion Daumen nach oben. Jetzt zu einem der Highlights der diesjährigen Apple-Vorstellung und meines Videos, dem sogenannten Service Apple Arcade. Um was geht es bei Arcade? Bei Arcade ist es nun möglich, für einen Pauschalbetrag im Monat, dazu werde ich gleich näher nochmal drauf eingehen, Spiele aus diversen Kategorien zu spielen. Wie Puzzlespiele, Actionspiele und so weiter und so fort. Das Besondere an dem Service ist, dass ihr keine zusätzlichen Käufe mehr tätigen müsst, wie man das in der Vergangenheit gewohnt war, wenn man jetzt ein Spiel über sein iPhone oder iPad gekauft hat und dann irgendwann auf eine gewisse Limitierung gestoßen ist und dann einfach nochmal Geld in die Hand nehmen musste, um mehr Features zu bekommen etc. Das ist hier dann nicht mehr nötig und die Spiele sind auch komplett werbefrei. Bei Arcade handelt es sich jetzt aber nicht um einen Cloud-Spieledienst, sondern ihr könnt die Spiele auf euer Gerät downloaden, ob das jetzt das iPhone ist, das Apple TV ist oder auch euer iPad ist und könnt dann auch entsprechend unterwegs spielen. Und das Tolle ist, dass eure Spielstände über alle Geräte hinweg auch synchronisiert werden. Preislich ist der Service aus meiner Sicht sehr attraktiv. Künftig sind 4,99 € pro Monat fällig, was aus meiner Sicht die Möglichkeit eröffnet zu schauen, wie entwickelt sich das Angebot, wie ist die Qualität der Spiele, ohne dass man dann jetzt hier auf größeren Kosten sitzen bleibt, falls es einem doch nicht gefällt. Man kann entsprechend auch Controller einbinden, um hier spielen zu können. Und was sicherlich auch eines der Highlights ist, wenn ihr diesen Service abonniert, könnt ihr diesen allen Familienmitgliedern zur Verfügung stellen, ohne zusätzliche Kosten. Bevor ihr allerdings Apple weitere 4,99 € überweist, falls ihr schon irgendein anderes Service abonniert habt, wie das Musikabo oder Cloud Services, ist es möglich, das Angebot unverbindlich für einen Monat zu testen, sodass man das komplett unter die Lupe nehmen kann, ohne Kosten. Ein kleines unbemerktes Highlight der Neuerung ist sicherlich das Kontrollzentrum auf dem Apple TV, was euch schnell bestimmte Einstellungen vornehmen lässt. Das ruft ihr auf, indem ihr das TV-Symbol auf der Remote Control etwas länger gedrückt haltet und könnt jetzt hier, wie rechts eingebildet, zwischen Benutzer wechseln, könnt den Ruhezustand direkt aufrufen, könnt in eure Musikeinstellungen springen, könnt die Airplay-Settings vornehmen, indem ihr dann eure Lautsprecher auswählt und zusammenschaltet. So dass ihr da auch einfach schnell wichtige Einstellungen vornehmen könnt, wie man das auch vom iPhone kennt, vom iPad kennt. Ihr habt weiterhin dann die Möglichkeit zu suchen im Filmangebot,
so dass man halt jetzt über den Weg relativ schnell zu bestimmten Einstellungen kommt. Und ich finde, es ist eine super Funktion, aber auch bestimmt eine der Informationen, die unter all den großen Highlights in den vergangenen Wochen nicht so prominent platziert wurde. Und deshalb wollte ich euch hier nochmal vorstellen, wie ihr das macht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf Smart Life.